Herzlich willkommen zu einem neuen Video und die Frage ist ganz einfach, was sind Relikte? Relikte im Endeffekt sind nichts anderes wie Arena-Ringer oder beziehungsweise ein zweiter Champion, der einem helfen soll, Unterstützung beim Kampf, also einem helfen soll beim Kampf. Das ist ein bisschen blöd, der Name, richtig? Irgendwie Relikte, ich dachte, Relikte sind so Gegenstände, aber ein Champion? Ja, der Name ist eigentlich gemacht worden wegen Lizenzrechten. Die Wahrheit wird KBM ja auch hier dementieren, aber ist nicht so schlimm. Aber der wahre Grund ist wirklich Lizenzrechte. Stellt euch vor, Capcom hat Street Fighter. Es gibt Tekken, ich weiß jetzt nicht von welcher. Naomi, glaube ich, Firma, das ist. Da müsste ich nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall, es gibt Tekken, es gibt Street Fighter, es gibt King of Fighters und dann gibt es natürlich noch ein anderes Game, Mortal Kombat und Injustice 2. So, all die haben solche Optionen und da heißt es nicht Relikte, da heißt es einfach a friend oder ein zusätzlicher Champion oder Multiplayer oder Co-op und so weiter. Und KBM sagt, das sind Relikte halt einfach, was damit nichts zu tun hat und hier erklärt ich euch einfach jetzt hier, was das ist. Okay. Okay, ich habe im Vorschau schon etwas jetzt erklärt und jetzt geht es auf meine Relikte. So, in meine Relikte sind es nichts anderes wie Co-Champions. Verstehe den Begriff, tu den Begriff ein bisschen anders dort, zwar Co-Champions. Co-Unterstützung und wir haben hier mal ein paar Beispiele. Einmal haben wir Red Hulk mit Ant-Man. Dann Nick Fury mit Winter Soldier und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber hier zwei Relikte, die ich in Absicht mal so gelassen habe. Und wir möchten jetzt diese Relikte verbinden. Und ja, das zeige ich dir jetzt gleich nach dem Cut. Okay, let's go. Also, Wolverine, Relikt anpassen und voilà, wir sind erstmal in den Überblick, in das Menü oder man könnte sagen auch Relikt-Überblicksmenü. Dann sehen wir einmal, zumal sehen wir wo habe ich meinen Pinsel wieder? Ach, das ist doch eine Sauerei, da ist er ja. So, also da sehen wir einmal, was hat unser Relikt, welchen Rang hat es, wurde es erweckt oder nicht, war dann eine Sonderfunktion. Dann sehen wir auf der rechten Seite, ob Champions ausgewählt sind und ob sie also miteinander verbunden sind. Okay, das sehen wir dementsprechend. So, wenn ich mir das Ganze so hier anschaue, sehe ich hier, da ist mein Relikt, hier und hier ist noch keine Verbindung. Und hier sehe ich Relikt aufwerten, Relikt tauschen. Also ich habe drei Optionen. Und hier sehe ich zusätzlich den Gesundheitsstatus, also auch eine interessante Sache. So, wenn ich jetzt dementsprechend eine Verbindung machen will, dann muss ich dafür was tun. Und das sage ich dir im nächsten Cut. Okay, ganz klar, ich muss das Relikt verbinden. Ich muss den erstmal einen Champion hinzufügen. Dazu klicke ich im Endeffekt auf Champion auswählen und habe hier gelbe Champions. Ich habe hier nur gewisse Champions zur Auswahl, denn es ist logisch, ich kann nur den Champion verbinden, der seiner Klasse zugewiesen ist. In dem Fall ist Wolverine eine Mutantenklasse, also arbeitet er nur mit Mutanten zusammen. Ich werde hier einfach mal Archangel nehmen, bestätigen und auf Relikt verbinden klicken. Darauf werde ich natürlich nervlich gefragt, willst du das wirklich tun? Willst du das? Natürlich will ich das. Natürlich will ich das. Meine Güte, und klick auf Relikt verbinden. Als ob ich das nicht wollte. So, dann bekomme ich dann hier oben auf einmal eine andere Fähigkeiten. Ich bekomme jetzt auf einmal die Fähigkeit aufgelistet. Oh, okay, Lähmung, Vergiftung, ja, das bekommt also zusätzlich
jetzt ein Nennenswert, weil dann sehe ich, oh, da gibt es hier zusätzliche Fähigkeiten. Das bedeutet im Klartext, dass ich meinen Champion verstärke. Mein Archangel verstärke ich jetzt mit diesem Relikt. Das heißt aber auch, ich kann da jetzt auch was aussuchen. Und zwar auf der linken Seite geht es dann gleich jetzt weiter. Im nächsten Cut. Okay, let's do it. Lass uns mal das betrachten, wenn ich auf Relikt aufwerten klicke. Was passiert da eigentlich? Wenn ich auf Relikt aufwerten klicke, bekomme ich das Menü, um mein Relikt aufzuwerten, das heißt stärker zu machen. Im Endeffekt ist es so wie wie bei einem Champion, den ich aufwerten kann, wenn ich ihn stärker machen kann. Dadurch erlange ich halt mehr Schaden, mehr, also die Verjüngungsbuff, die Regenerationseffekte und so weiter, alle halt Effekte von dem Relikt, in dem Fall von diesem Relikt Champion, werden stärker. Dazu brauche ich halt gewisse Herausforderungen, wenn ich ein Relikt aufwerten will, und die habe ich jetzt nicht erfüllt. Ich habe zwar hier die Basislegierungsstufe 1, davon habe ich jetzt alle Legierungen, aber ich habe nicht genug Gold. Aber sobald ich genug Gold habe, kann ich es aufwerten und dann kann ich natürlich auf Aufwerten klicken. So. Nun, wenn ich auf Relikt tauschen gehe, also auf diese Option, dann habe ich die Möglichkeit, gewisse Relikte zu tauschen, wenn ich welche hätte. Da ich jedoch keine habe und nur einen Relikt habe, in dem Fall nur einen Mutantenrelikt, kann ich wieder auf den Pfeil klicken zurück und befinde mich wieder im Relikt-Hauptmenü. Okay, ganz anders sieht es aus mit den Fähigkeiten im Relikt. Da habe ich einmal dieses Symbol und darauf muss ich nur draufklicken und auf einmal bekomme ich in das Attribut, also in den Attributs-Slot-Info, und da habe ich die Möglichkeit, mir gewisse Fähigkeiten anzeigen. Also das nennt man Runen im Endeffekt. Ich habe hier immer drei Runen, die drei verschiedene Funktionen anbieten. Einmal habe ich sozusagen hier die Regenerationserhöhung um 1,03%. Klingt nicht viel, aber ist ein bisschen viel mehr, als man meint. Und dann habe ich hier die Blutrauschpotenzerhöhung und dann habe ich hier natürlich die Regenerationsdauerverlängerung. Wenn ich einen gewissen Champion habe, wo ich eine Fähigkeiten brauche wie Regenerationsverlängerung, dann kann ich da dann sozusagen diese Rune wählen. Wenn ich einen Champion wiederum habe, der profitiert von Blutrauscherhöhung, dann wähle ich natürlich Blutrausch. Und wie mache ich das, wenn ich überhaupt hier bin? Denn eigentlich habe ich hier die Rune hier. Nun, ich habe die Möglichkeit, einfach auf diese Rune zu klicken und einfach auf Runen tauschen klicken und voilà. Wir haben nun unsere Blutrauschpotenzierung Rune. Und wenn ich dann wiederum das ändern möchte, dann kann ich sagen, da, vielleicht brauche ich das da und klick auf Rune tauschen. Ich kann selbstverständlich auch Runen entfernen. Wenn ich eine Rune entferne, klicke ich einfach auf Rune entfernen. Mit dem Button Runen einfügen. Also Rune einfügen, klicke ich nochmal auf Rune einfügen und dann ist die Rune aktiviert. Okay, das war's eigentlich von dem Video. Ich denke mal, das dürfte soweit so klar sein, was Relikte jetzt sind. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, nicht vergessen, abonnieren und liken. Und wenn du welche Fragen hast, einfach in die Kommentare reinschreiben und dann werde ich die Fragen beantworten.